Moin, moin. Ich wollte mal ein paar Takte sagen zu dieser ganzen Rechnerei um das Spiel. Da wird gerechnet und gerechnet, was ist MP-effektiv und was ist EP-effektiv. Und bei manchen habe ich das Gefühl, die machen gar nichts anderes mehr, außer zu rechnen. Und ich erfinde jetzt mal eine ganz neue Art von Effektivität für das Spiel, die Spaßeffektivität. Spielt ihr spaßeffektiv? Habt ihr Spaß am Spiel oder seid ihr nur am Rechnen? Wie oft im Leben macht man was oder was nur spaßeffektiv ist, was überhaupt gar keinen Sinn hat, wo man einfach nur Freude dran hat. Das ist bei mir beim Spiel auch so natürlich. Der Biber zum Beispiel, der ist wahrscheinlich nur spaßeffektiv. Wenn ich das Futter auf dem Markt kaufen würde und dem Biber dann verkaufe, können wir ja mal reingehen. Also ich würde jetzt hingehen und Biberfutter kaufen. Den Fakt, dass ich das selber herstelle oder was wäre, wenn ich die Zutaten kaufe und dann herstelle, lassen wir jetzt mal außer Acht. Ich würde jetzt hingehen und Biberfutter kaufen und würde, ja, wir sagen mal, ich würde 280 bezahlen für einmal Biberfutter. Das stecke ich dann da rein. Dann frisst der Biber das auf und dann bekomme ich einen Biber und verkaufe den auf dem Markt für 170. Das ist MP ineffektiv, wie es schlimmer nicht mehr geht. Ich fahre praktisch Verluste ein durch den Biber. Aber ich finde meinen Biber schön. Und deswegen habe ich den da stehen. Auch wenn ich damit Verlust mache, das ist mir dann auch mal egal. Weil letztendlich ist es ein Spiel und das soll Spaß machen. Und gut, ich kann es mir auch leisten. Ich habe ja ein paar Moospennies zusammengespart. Wenn ich jetzt am Existenzminimum wäre, dann könnte ich mir den Biber nicht leisten, wahrscheinlich. Der würde mich in den Bankrott treiben. Ja. So viel zum Biber. Dann habe ich auch wieder etwas sehr Ineffektives gemacht. Ich habe mir heute Morgen einen Erntehelfer geleistet. Und zwar nicht für Tulpgulden, sondern über diese Questreihe. Da gab es heute für 45 Angorawollen, die ich abgegeben habe, gab es 24 Stunden alle Erntehelfer, die ich ja, ich komme ja sonst nie zu Erntehelfern, das ist ganz toll für mich. Ich bin sehr begeistert davon und habe dafür 7000 EP bekommen, das ist also absolut EP-effektiv und habe 8500 Moospennies bekommen. Hätte ich diese Angorawollen auf dem Markt verkauft, hätte ich sicher 23.625 Moospennies bekommen. Habe also Moospenny-technisch total Verlust gemacht und es ist mir egal. Ich habe einen Erntehelfer dafür jetzt 24 Stunden, der auch für den Hof ja überhaupt keinen Sinn macht. Das ist für den Hof, für die Effektivität egal, ob ich da 50 Mal klicke oder einer oder einmal. Das macht für den Hof keinen Unterschied. Es ist also, der Erntehelfer ist spaßeffektiv. Spart Arbeit und mehr nicht. Also überlegt euch, dass ihr die Spaßeffektivität, die ich jetzt gerade so schön hier ins Leben gerufen habe, nicht total vergesst, sondern macht auch einfach, was euch Freude macht. Also das, was ihr schön findet, stellt ihr auf und macht euch nicht zu sehr verrückt, ob das jetzt effektiv ist oder nicht. Es ist ein Spiel, das soll auch Spaß machen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Tschüss!